Und zack ins Game. So schnell kann es gehen, diesmal auch ohne Warm-up. Diesmal hoffentlich auch ohne Probleme am Start. Wenn ich jetzt noch irgendwie YouTube... Ja, vielen Dank. Crims mit dem ersten Kill für Fnatic. Wir sind bei North gegen die Schweden. Die sich etwas verstärkt haben, aber das muss ich ja irgendwie auch noch zeigen, ob das eine Verstärkung war oder nicht. MSL ist zumindest im Moment der letzte überlebende Däne. Und wir kennen das Duell dieser Nationen schon. Und das gewinnt zunächst Fnatic in der Pistol Round schnell auf A. Und genauso schnell ging die Runde dann auch aus. Ja, Fnatic hat jetzt 2 AKs mit nachgekauft. North natürlich mit einem Force Buy in dieser Runde. In letzter Zeit war North schwer zu beurteilen. Einerseits spielen sie generell gut, dann haben sie aber beim ESL One New York Close Qualifier gegen Gambit verloren und das nach einem 12-Stunden-Tag für Gambit. Die haben da alles Mögliche durchgespielt, haben da gegen Hellraisers 3 Maps, gegen das Team davor, gegen North auch 3 Maps. North hatte dann eine Pause und hat gegen Gambit in diesem Best-of-5-Finale verloren. Obwohl sie eine Map-Vorsprung hatten. Das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Dann weiß man, dass North zwar prinzipiell nicht schlecht ist, aber ihr Potenzial nicht immer abrufen muss, obwohl sie es definitiv haben. Ja, weil der geht gegen JW down. Der Opener an A, ziemlich wichtig gerade für Fnatic. Gegen die CZ im Spot und in der Pit kann man da ganz schnell Leute verlieren. Und dann schaut das etwas dumm aus für dich und dein Team. Jetzt kommt MSL auch auf lang dazu. Er versucht nochmal off-angle so dazustehen, dass ihn Exist nicht erwartet. Aber der Neue bei Fnatic oder der Neuere bei Fnatic lässt sich nicht lumpen. Genauso wie Draken, der mit der MAC-10 gerade so Kierby noch killt. Merz geht down, AZ alleine. Und das bleibt er nicht lange, denn er fällt auch ins Grab. Und dadurch ein 2:0 für Fnatic. Die sehr gefährliche zweite Runde überwunden haben. Was haben die sich jetzt gegenseitig gedroppt? Erstmal jeder auch eine CZ, der irgendwie eine in die Hand bekommen hat. Das sollte schon einiges über die Waffe sagen. Man braucht eine halbe Stunde, um sie rauszuholen. Und es wird geremaked. Und trotzdem wird sie noch gespielt, obwohl sie doch genervt wurde. Das ist vielleicht nicht genug. Das ist das übrigens das erste Mal, dass ich heute über die CZ rede und ich bin schon 4 Stunden live. Krass, oder? Ich habe mich echt lange beherrscht. Aber irgendwann muss man es ja sagen. Ein ehrlicher CS-Kommentator wie ich muss sowas dann einfach auch mal in den Mund nehmen, auch wenn es übel schmeckt und bitter ist. Ich scheue mich nicht vor dem sauren Geschmack des Erbrochenen, wenn man die CZ auf dem Server sieht. Zwei zu null für Fnatic. Sauer ist auch der Geschmack von North gerade. Vielleicht ein bisschen salzig. Ja, aber wenn das jetzt schon salzig ist, dann haben sie ein Problem. Ein mentales vor allem. Das ist bei Profis auch etwas anders. Bei Profis sagst du auch nicht in der dritten Runde... Ich bin mir 100% sicher, dass der cheatet. Weil das auch zu 100% sicher ist. Naja, wenn du gegen... reden wir nicht darüber. Also das sollte man zumindest nicht als Profi sagen müssen. Oder sagen können. Oder sagen, je nachdem. Weiß jetzt nicht genau, was gerade schiefgelaufen ist. Wir hatten vorhin schon ein etwas längeres Päuschen. Wir haben hier reges Chatten. Im Game-Chat, den ich gerade nicht sehen kann. Und nach diesem Spiel gehen wir in die Best-of-3-Serien. Die ESL hat uns diesen unglaublichen Gefallen getan. Die erste Runde ist noch Best-of-1, finde ich vollkommen in Ordnung. Jeder kommt rein. Ja, wenn du einen guten Start in den Tag hast, dann gewinnst du das Best-of-1 eben, wenn nicht, dann nicht. Aber du bist noch nicht raus. Du spielst dann ein Best-of-3 und
Das werden sehr interessante Matches sein in den Lower Brackets und Upper Brackets Finals. Zum Beispiel spielt da Mouseboards gegen G2. Das sollte ein einfacher Sieg sein. Astralis tritt gegen Cloud9 an. Das ist in der Gruppe A. Da müssen Enz und Nip auch schon ums Überleben kämpfen. Genauso wie Gambit und Navi. Navi hat doch glatt 16-40. Ich habe mir gerade ins Auge geschlagen, weil ich so... Ich finde es unglaublich, dass Navi immer wieder solche Aussätze haben kann. Generell ein gutes Lineup, das manchmal... Also, naja... Die haben gegen G2 16-14 verloren. Im anderen Upper Bracket der Gruppe B haben wir FaZe gegen Made in Brazil. Ein sehr geiles Spiel, das noch stattfinden wird. Und es wird sich jetzt natürlich noch zeigen, ob Big im Upper Bracket bleibt und gegen den Sieger von Fnatic und North spielt. Oder ob Big ins Lower Bracket gestoßen wird, denn die spielen gerade noch gegen Liquid. Das Spiel ist live auf unserem zweiten Kanal, da solltet ihr auch auf jeden Fall hin. Keine Sorge, ich habe gerne auch Zuschauer, aber wenn ihr ehrlich seid, dann wollt ihr auch Big schauen und wir übertragen eh beide Spiele, also warum nicht ein Multi-Twitch-Link zum Beispiel? Könnte jetzt ein Moderator einen Multi-Twitch-Link in den Chat posten, dann schauen die Leute gleich beide Streams und machen nicht einen aus, sondern haben beide da. Das wäre doch mal nice, oder nicht? Das Finale wird komplett ausgewürfelt. Darauf haben wir uns geeinigt, um den Zeitplan der Zuschauer zu schonen. Es ist einfach interessanter auch durch den Würfelwurf. Weiß auch niemand, wer gewinnen wird. Nein. Das Finale ist aber tatsächlich... Tatsächlich. Muss ich das nochmal recherchieren. Nee, es ist ein normales. Ein normales Best of 3. Außer ich bin komplett schief gewickelt. Ja, während ich diese Information nachgereicht habe, hat es North geschafft, zwei Kills zu holen. Jetzt müssen sie aber aufpassen. JW hat Walde gehört. Er dreht sofort um. Exist wird sich jetzt auch gleich auf Walde konzentrieren müssen. Nein, Exist ignoriert das. Na, sie haben Fokus auf hinten. Sie halten ihn nur auf. Das sollte Walde jetzt sagen. Dieser Molotow sollte Walde zeigen. Hey, warte mal. Ich wurde gespottet. Die werfen dann nicht einfach so den Molotow hin. Ja, und wenn er gespottet ist, dann sollte er eben dann auch wissen, dass da jemand hinter ihm ist oder eventuell jemand hinter ihm ist, denn wo sollte er gespottet worden sein? Das ist schön von JW, auch wenn die Flash nicht ganz so läuft, wie er es gewollt hat. Die sollte ein bisschen weiter fliegen. Ist aber vollkommen egal. Und bei der Gelegenheit kann ich euch auf den Steam Summer Sale noch hinweisen. No Werbung, no Hashtag, aber immerhin sind ja auch alle auf Steam unterwegs. Und soweit ich weiß, läuft der noch. Bis zum 5. Juli. Ihr habt also noch 2 Tage Zeit. Da gibt es einige Spiele, die sehr cool sind, zu erwerben. AZ erwirbt dann nochmal einen Kill, wenn man das Erwerben nennen kann. Und JW beendet die Runde mit 4 Kills statt mit 5. Hätte natürlich gerne einen Ace gehabt, aber ist vollkommen egal. 3-0 für die Schweden. Jetzt geht North in die erste Waffenrunde. Und wir sehen dann nochmal, wie dieser 4K zustande gekommen ist. Ja, ich glaube, er hat sie sogar genau so geworfen, dass sie da reinfällt. Die erste Waffenrunde. Sehr aktiv in der Banane, sehr viel Equipment, wie immer. Ist man schon gewöhnt. MSL ist aber hinter den Barris nicht vom Molotow angefasst worden. Exist hat den ersten Kill, aber MSL steht da noch hinter. Sehr aggressiv, wieder reingeflasht worden. Jetzt nochmal ein 1-for-1-Trade, aber es 4-gegen-3. Ist nicht, was MSL haben wollte. Der wollte den Kill bekommen, ohne gerefragt zu werden. JW hat Walde gespottet, der hat ihn auch gespottet. Und sie trennen sich erstmal unentschieden. JW ist vollkommen fein damit, dass Walde da in der Pit steht. Er würde nur gerne dirigieren, in welche Ecke der Pit-Spieler stehen würde. Währenddessen hat Merz ausgeglichen an Lang. Der ist einer der Carrier für North. Behaltet ihn auf jeden Fall im Auge. Der Youngster ist extrem stark.
Walde in der Pit. Merz auf dem Spot. Oh, und Walde wird sofort von Crims erwischt. Merz auch schon nur noch 23 AP, aber irgendwie killt der JW. Jetzt hat er die Chance. Oh, Xis kriegt auch so ein Ding ab. Mein Gott, der hat morgen noch eine Beule davon. 1 gegen 1. Und damit meine ich eigentlich Merz, genauso wie auch Crims. Der geht down. AZ gewinnt den Klatsch. 3 zu 1. Knappes Ding. Dank Merz gewinnen sie die Runde. Schaut euch diesen Kill an. Er hat da JWs Kopf noch gesehen. Und dann dieser Quickscope gegen Xist. Er hätte da sogar noch die Chance gehabt gegen den dritten, aber das wäre auch zu viel verlangt. Und ihr könnt offensichtlich auf mein Wort vertrauen. Zumindest in dieser Runde hat Merz gezeigt, warum ich ihn als Talent so hoch leben lasse. Und die ganze Szene macht das, ja. Jeder, der seine 4 Tassen im Schrank hat. Weiß nicht, warum 4, aber jeder, der seine Tassen im Schrank hat, ob es jetzt 3 oder 4 sind, ist ja egal. Der weiß, dass Merz krass ist. North ist krass unter Druck geraten an der Banane und zieht sich dementsprechend wieder weiter zurück. Diesmal geht MSL auch vom Spot weg. Sie bleiben also zu zweit dort. Merz und Kerbi. MSL spielt an Lang immer sehr aktiv. Er lässt sich da kaum unterkriegen. Er versucht immer irgendwie noch einen Kill rauszuholen. Ist einerseits selbstverständlich eine gute Möglichkeit, die Ts auch zu verlangsamen, wenn du einfach einen Kill machst und am Leben bleibst. Aber manchmal bleibt er dann eben nicht am Leben und das ist das Problem. Walde stirbt gerade am Balkon. Dieses Duell zwischen JW und Walde, das kann das Spiel entscheiden. Da müssen wir auf jeden Fall auch Acht drauf geben, wie das sich so weiterentwickelt. Die haben sich ja doch schon einige Male beschnüffelt. MSL und AZ. Pit und Spot. Die beiden wichtigsten Positionen immer besetzt. Sehr konsequentes Spiel von North. Sie lassen Lang dadurch offen. Das ist ihnen im Moment aber noch egal. AZ geht down. MSL mit dem Double Kill. Und von hinten kommt JW war das, glaube ich, der da von hinten reingesprungen kam. Mit 7 Sekunden auf der Uhr planten sie gerade so noch. Und wegen JW hat er sich weggedreht. Und dann kam Crims. Auch noch von der gleichen Seite. Also von der anderen Seite. 2 gegen 3. Kirby schaut nach dem Kill, aber Draken ist auf der Hut. Der Neue im Bunde bei Fnatic. Merz bleibt weg und saved seine AWP. Fnatic hat jetzt auch einen der ältesten Ingame-Leader in Schweden im Moment. Xist hat ja schon zu 1.6 Zeiten bei Fnatic gespielt. Ist auch wieder zurückgekehrt, sozusagen. Endlich wieder zu Hause. Schönes Spray-Control von MSL. Aber es war irgendwie auch klar, dass ich Golden verabschieden muss, wenn Xist kommt. Sonst hätten sie da zwei Ingame-Leader gehabt, die beide jetzt nicht gerade für ihre Frag-Power bekannt sind. Xist kann definitiv auch, Golden kann. Aber wenn sie diese Position innehaben, waren sie jetzt nicht gerade die stärksten Killer. Das kommt auch ganz auf den Stil drauf an. Draken stellt das 4 gegen 4 her. MSL steht noch im Spot. Jetzt wissen sie, dass er die Smoke herkam. Er muss runter. Das macht er auch. Dadurch kühlt sich die Runde wieder ein bisschen ab. Aber MSL ist jetzt geboostet. Oh, der schleicht unter ihm durch. JW, das war so fies. Aber der, ja, MSL ist eben immer noch oben gewesen.
Wenigstens hat sich North so einen One-for-One-Trade erarbeitet. Wir haben noch 34 Sekunden auf der Uhr. MSL hat nichts zu verlieren, aber Crims war nicht geflasht. Schade, das war ein guter Move von MSL. Und es sind vielleicht nicht gerade die beiden sympathischen Lineups, aber sie spielen sympathisches CS mit vielen netten kleinen Ideen, vielen kleinen Twists. Und Fnatic wird trotzdem die nächste Runde gewinnen und dadurch kühlt das Match erstmal noch weiter ab. North kriegt jetzt den Loser-Bonus dazu. Darüber freuen sie sich jetzt nicht unbedingt. Der ist vor allem noch nicht so hoch. Bei 1,9 im Moment. Sie können ein bisschen was investieren, wenn sie wollen. Aber ich denke, das Equipment zu haben, wird nächste Runde wichtiger sein für sie. Also nächste Waffenrunde. Da wird dann vielleicht eine Piste gedroppt oder sowas. Ah, P250 gibt es jetzt. Ah, das Revival der P250. Seht ihr mal, das hat der Nerf vielleicht etwas verändert, dass in solchen Runden statt einer CZ eine P250 gespielt wird. Aber das würde ich trotzdem noch nicht als Erfolg verbuchen. Ich würde die CZ vielleicht noch gerne in einem Full Armor Force Buy, dass du dann eine CZ mitnimmst und Full Nades oder so. Dann finde ich sie okay, aber ja, vielleicht, dass sie ein bisschen teurer gemacht wird noch. Oder sowas. Oder einfach langsamer schießt. Das wäre eigentlich die leichteste Art des Nerfs. Aber egal. Reden wir nicht drüber. Alte Kamellen. Wir haben eh keinen Einfluss drauf. Wir hängen am Nippel von Valve und wir nuckeln deren Milch. Egal was rauskommt. Fnatic bereitet jetzt den A-Spot sehr gut vor. Sie drängen lang zurück, sie haben kurz abgesmoked. Crims zeigt seine Position. Und Merz kommt von lang schnell rausgestochen. 4 gegen 4. Merz ist immer wieder ein Dorn im Auge. Er geht jetzt zurück zum B-Spot. Und da wird er dann wahrscheinlich im Endeffekt saven, denn Fnatic wird auf jeden Fall A angreifen. JW wartet noch auf sein richtiges Timing, auf das richtige Timing. Walde wie immer rausgemollied und dann pusht JW in genau diesem Moment auch raus, wenn der CT moved. Dadurch ist das Duell etwas ausgeglichener. Und dann das 2 gegen 4. MSL schnappt sich sogar noch eine AK. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. JW ist schon auf der Suche nach den Exits und ja, es dreht sich natürlich genau in dem Moment in die falsche Ecke. Wie oft passiert einem das in CS? Unglaublich. Man sollte so einen kleinen Spiegel dabei haben können, um den vorzustrecken und die Ecke zu checken. So ein Handspiegel. Das wär's. Von einem Motorrad abgebrochen oder sowas. Ihr kennt ja diese langen Spiegel bei den Choppern. Der MSL hört auch nicht auf, Frags zu machen. Schon ein bisschen ekelhaft. Aber Fnatic weiß selbstverständlich, dass sie nochmal kaufen können. Deswegen tut es ihnen jetzt nicht unbedingt weh. Aber an die CTs, die eh kaufen können, im Exit nochmal zwei Waffen abzugeben, muss jetzt vielleicht auch nicht sein. Die AK abzuknöpfen wäre eine Möglichkeit, also wäre etwas gewesen, das erstrebenswert ist. Aber die AWP können sie eh kaufen. Da war sich Fnatic auch nicht ganz sicher, ob North da eine Awe kaufen kann, wenn sie sie jetzt killen würden. Aber zu diesem Spielstand sollte es doch möglich sein, das Geld des Gegners gut readen zu können. 0-1-7 gerade für Walde. Aber ich habe es vorhin schon betont, Fallen und Co. haben dann auch noch gewonnen, obwohl Bowles und er beide mit 0-0-7 Bolts hatte, glaube ich, 0-1-8 oder so in die Partie gestartet sind. Und das ist nicht unbedingt schlimm. Schwacher Start kann passieren. Vor allem Pistol Round Loss, First Weapon Round Win, dann wieder Loss. Also was willst du da großartig machen als CT? Jetzt hat Merz einen Minischlitz. Oh, der sieht sie. Drückt genau im richtigen Moment ab. Crims ist down. JW versucht jetzt mit der AWP.
weiterzukommen. Er ist eigentlich der Hybridspieler. Oh, Merz hat er. Ich weiß nicht, ob er es selbst wusste, dass er da JW gesehen hat. Der hat auf jeden Fall geschossen. Dadurch weiß jeder, wo JW steht. Die Banane gar nicht so der Point of Interest gerade. Finde ich ganz interessant, dass auch beide Teams die Banane gerade meiden. Das kann für die T's so ein Problem werden, so früh in der Partie. Dann verlassen sich die CT's einfach auf den B-Spieler. Lassen den ein bisschen Zeit rausholen und dann hoffen sie auf die Rotation. Genau das, was MSA jetzt macht. Smoke liegt. 40 Sekunden auf der Uhr. North hat jetzt 10 Sekunden, um zu rotieren. Thierby ist da. Bombe unentschlossen auf Seiten Fnatic's. 27 Sekunden haben sie noch Zeit. Sie müssen jetzt auf B gehen. Oder ganz spät auf A. Wow, okay. Ich habe nichts gesagt, aber die Bombe jetzt noch rumzuziehen, das wird ein Sekundending. Und AZ weiß schon, alles, was ich machen muss, ist am Leben bleiben. Smoke, Flash kommt raus. AKJW, 7 Sekunden auf der Uhr. Der Plan sollte eigentlich gerade durchgeführt werden, kann aber nicht, denn Exist ist im Kampf. Und genau deswegen hätten sie wahrscheinlich auf B gehen müssen. Ja, es wäre das kleinere Übel gewesen, weil sie eben die entscheidenden 10 bis 20 Sekunden mehr Zeit haben. Andererseits gehst du B dann auch ins Kreuzfeuer und stirbst dann da. Wie Fnatic es in dieser Situation gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich so oder so falsch gewesen. Ah, schade für Fnatic, aber manchmal läuft es einfach nicht. AZ hat das super gespielt. Ab 20 Sekunden für den Pitch-Spieler wichtiger, am Leben zu bleiben. Vielleicht den Plant zu disrupten, wenn er irgendwie Zeit hat. Wenn er dann einen kleinen Schlitz hat, dann auf den Spot mal zu sprayen. Aber Leben bleiben ist wichtiger. Und das hat er perfekt gemacht. Jetzt sehen wir auch wieder mehr Action in der Banane von North. Hinten die Smoke abgelegt. Kirby bleibt am Spot. Also bleibt am B-Spot. Bleibt hinter der Wand an der Banane. MSL rotiert so halb nach A. Ist sich noch nicht ganz sicher. Immerhin hat Fnatic auch vorhin viel auf A gezeigt und ist dann am Ende doch B gegangen. Und das, obwohl sie viel auf A gezeigt haben, dann B mehr oder weniger gefaked haben. Und dann sind sie doch B gegangen. Das kann auf der Banane sehr gut funktionieren. Du fakest den Fake. Ein Spieler tut so, als würde er faken, während zwei bis drei Leute an A ein bisschen Geräusche machen und sowas. Dann denkt sich North, ja klar, ihr werft jetzt eine Smoke und eine Flash dann nach B und denkt, wir werden gefaked. Ihr könnt uns mal, wir bleiben stehen. Und dann kommt da nichts. Und dann, naja, vielleicht war es doch nur ein Fake, wenn da nichts kommt. Und genau in diesem Moment musst du den Go starten. Jetzt gibt es erstmal den Argo über kurz. Exist und Crims, der wacht zu Leben, zu seiner alten Stärke, die er vor einigen Wochen erreicht hat. Und aus dem Schatten von Olof Meister getreten. Auch zum Teil, weil der nicht dabei ist. Bei Fnatic. Seitdem Olof weg ist, Crims richtig aufgeblüht, was die Frags angeht. Also es war zwar schade, sie getrennt zu sehen, denn für mich war es eins der besten Duos schlechthin. Die haben sich blind verstanden, waren auch seit LGB-Zeiten zusammen, also das war ein unglaublich langes Zweiergespann, ähnlich wie Shox und Smith zum Beispiel oder Forrest und Getright. Und jetzt ist er der Olof. Da sehen wir noch den zweiten Kill. Da hat AZ aber auch nichts zu sagen in dem Fight. Ja, und Crims ist für Fnatic der Stein in der Brandung. 7 zu 2. Genau für sowas ist er immer gut. Hat sich, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Carrier entwickelt. Und dadurch ist North jetzt wieder finanziell in der Bredouille. Oh, Kirby! Kirby, Double Kill! Walde noch mit dabei gewesen.
Der pusht weiter nach vorne, etwas gierig. 1-2 gegen 4 ist trotzdem noch mehr als gut für North. Und immer diese Aggression von North in der Banane. Das ist super schwer zu verkraften und sehr schwer auch zu countern für die Ts. Selbst wenn du die abflasht, die stehen einfach oben und sprayen da rein. Außerdem kommen da noch 3 HEs. Meistens blockt North mit 3 Spielern B. Und genau die Runde, in der du schnell A gehen willst, sind dann 3 auf A. Wer kennt es nicht? Wir sind auf der Suche nach der Eröffnung auf A. Draken schaut, was er an B erreichen kann. North steht aber sehr tief in den jeweiligen Spots. Dadurch muss Fnatic sich committen. Ja, Crims kann jetzt nicht von der Mitte mal einen Kill auf A machen und sich dann wieder zurückfallen lassen oder so und dann spielen sie es 2 gegen 3 aus, sondern er muss wirklich ganz tief in den Spot. Das war perfekt gemacht von AZ und Merz. Draken killt zwar noch MSL, aber die Zeit reicht nicht mehr aus. Sie hätte eventuell sogar noch gereicht, aber er wartet einen zweiten Spieler an B. Und das war nicht der Fall. Er hätte planten können, theoretisch. Er kann ja nicht wissen, dass MSL da alleine vorsprintet. Also, no hate. Kirby da mit einer super Support Flash ausgerüstet worden, sozusagen. Ausgerüstet worden. Supplied worden von seinem Teammate. Was macht Fnatic jetzt? Back on track. Fnatic verliert die Bananenkontrolle. North steht da wieder zu dritt. Also wenn wir jetzt North ein paar Runden beobachten, dann wissen wir genau, wie das funktioniert auf der CT-Seite bei ihnen. Und wenn du das ein bisschen probierst, solltest du doch eigentlich auf A dann auch mal durchkommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass AZ und Walden einen 5-Mann-Push auf A einfach so abhalten können. Aber du musst einen hinten lassen, denn sonst wirst du sofort gebackstabbt. Also großes Problem. MSL pusht jetzt nach vorn, wird gleich von Flasher gekillt. Und JW wartet weiter auf die Gelegenheit. Der Schlitz war viel zu klein, aber Draken ist da. Sehr gut gemacht von Draken. Flasher geht zwar in der Banane down, aber A ist frei. Und Crims auf dem Weg zum CT-Spawn, um Kirby rauszunehmen. Genauso wie JW, die wollen den Kill. Xis sollte sich mal eine Waffe holen. Ja, da ist eine AK. Kann er mitnehmen. Kirby wartet. Crims aber auch. Jetzt kommt da der Zugriff mit JW. Ist das eigentlich noch Async? Ich habe jetzt den Browser gewechselt. Ich habe alles Mögliche probiert. Keine Ahnung. 8-3 für Fnatic. North muss nochmal saven. Und das ist schon wieder so eine einseitige Partie, die eigentlich competitive ausgesehen hat. Big gegen Liquid. Wie steht's da? Ich schau mal kurz rein. 8-7, Halbzeitspielstand. Für Big. 8 Runden auf der CT-Seite. Das schaut nicht schlecht aus. Also, weiter so. Sendet mal ein bisschen Energie.
Scheiß Draken. Der erste Frag. Für North ist das selbstverständlich wieder eine ekelhafte Situation. Ich habe gerade gesagt, sie sollten saven. Sie gehen auf den Force Buy. Kirby hat ja noch 6000. Er hat da viel für seine Teammates auch gedroppt und so weiter. Aber das bringt ihnen alles nichts, wenn sie es jetzt nicht ummünzen. Und es schaut nicht danach aus, als könnten sie das. AZ und MSL jeweils schon ziemlich low on HP. Kirby sieht da niemand. Oh, der. Ich weiß nicht, ob JW ihn da noch gespottet hat. Er hat schon die Fährte aufgenommen. Kirby wird erwartet. JW mit einem Easy Spraydown. 2 gegen 5 am A-Spot. Es ist durchaus machbar, wenn das Timing nicht stimmt, aber ihr seht schon, wie JW und Xist aufeinander warten. Jetzt kriechen sie zusammen daran. Crims geht den ersten, Flasher den zweiten und MSL ist alleine gegen den Rest der Welt. Er kann jetzt eigentlich alles machen, ohne dass er einen Fehler macht. Flasher beendet diese Runde und 9:3 für Fnatic. Sehr eindeutig. Aber across, also jeder macht ein gutes Spiel bei Fnatic. Und dieser Full Save mit dieser Trap an A. Das wär's jetzt natürlich. JW, er spottet sie. Er versucht die Gap vorzusprayen, die Kante anzusprayen, sodass sie ihm alle reinlaufen im Endeffekt. Aber er geht down. Kirby wird am Ende verbrannt sogar von Draken. Und Walde von hinten gepusht. Also. Das ging glimpflich aus für Fnatic. Jetzt schauen wir mal, ob sich North hier irgendwie wieder zurückkämpfen kann. Das ist ein sehr trockenes Spiel, was Fnatic uns gerade bereitet. Also ich werde nicht in Köln sein. Wir kommentieren das aus Berlin. Und Fnatic geht jetzt gleich zu viert lang. Draken bleibt einfach nur in den Apartments. Okay, erstmal alle abgesmoked. Flasher etwas enthusiastisch. Zum Glück ist JW gleich mitgegangen. Wenn Flasher das alleine macht, ist Merz in der Lage, da noch ein paar mehr Frags zu erarbeiten. So ist Walde alleine im Spot. 15 HP noch. Support kommt jetzt, aber MSL ist schon in der Bibliothek. Oh, MSL killt Crims. Xist mit dem Trade. Walde steht an der Kante, wird auch von Xist gesehen. Ich habe vorhin schon gesagt, er kann die Duelle auf jeden Fall gewinnen, aber jetzt müssen sie Kirby zusammen aushebeln. Der hat die Bombe unter Kontrolle, er hat sie gerade abgesmoked. Ist das die Lifeline für North? Ja, am Ende müssen es halt Clutches sein. Wenn es spielerisch nicht reicht, dann muss eben einer dazukommen und das Ganze in die Hand nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob Draken da hat er 100 pro schon was gesehen. Kirby will da weg! Draken, was? Er hält nochmal an, oder wie? Wie, das sah aus, als wäre Kirby schon längst um die Ecke. 11:3. Fnatic gewinnt dann auch noch den Klatsch. Das wäre die Möglichkeit für North gewesen, sich auch etwas emotional zurückzuarbeiten ins Spiel. Es reicht ja nicht nur, eine Runde zu holen, sondern dann auch zu sagen, okay, Kirby, yes, let's go. 2-1 gerade gewonnen. Ihr seht doch, die können wir schlagen und sowas. Ihr kennt die ganzen Durchhalteparolen. Aber so ist das nur ein weiterer Dämpfer, eine weitere Delle in der Rüstung von North.
Ja, MSL wieder mit dieser Aggression, die ich vorhin angesprochen habe. Extrem, wie gut er das eigentlich immer wieder hinbekommt. Es ist umso erstaunlicher, dass Fnatic mit kaum Bananenkontrolle immer wieder so effektiv auf die Spots kommt. Ist selbstverständlich auch in gewisser Weise, ja, ich weiß, Frags sind nicht alles, aber wenn ein Spieler 18 Kills in der Halbzeit macht, so wie JW, Crims mit mehreren Double Kills ausgeholfen hat, ja, dann merkst du das einfach auch an der T-Seite. JW wieder mit einem, Exist mit dem nächsten und schon struggelt North wieder mal. Die Bombe ist etwas stuck in den Apartments. Da hat sich Fnatic schon ziemlich festgelegt. Aber wenn Draken mit der AWP an B noch was machen kann, wäre das natürlich genial. Exist mit dem Headshot gegen Merz. Und da kommt gleich der Nächste. Der Neuzugang präsentiert sich aus seiner besten Seite. Von seiner besten Seite. MSL. Erwartet Draken in der Mitte und der erwartet ihn ebenfalls. 12-3, was ist denn da los? Also, liegt das jetzt an mir oder an den Teams? So schnelle Partien. Das war so das einzige wirkliche Aufleben von North. Merz, den Double da gemacht hat. Jetzt auf der T-Seite das Comeback starten. Viel Zeit für Fehler haben sie nicht. Die Betway-Odds sind ja außer Rand und Band. 5,75. Naja, bei einem 12-3 ist es selbstverständlich verständlich. Selbstverständlich. Verständlich. Wisst ihr, was ich meine? AZ und Co. gehen jetzt mal in die Apartments. Zwei Spieler kümmern sich um die Banane. Sie bauen also auf ihre Headshot-Stärke auf die Duelle auf. Bisher noch keine Aggression der CTs, was in der Piste ganz gerne auch mal gespielt wird. Die bleiben weg und warten zusammen. Also zwei Leute warten noch anlang. Können dann sehr schnell rotieren. Und jetzt geht es explosiv auf den B-Spot. Oh, aber diese Smoke von Flasher. Da hast du keinen Bock mehr. Da ist Flasher komplett geflasht. Die halten plötzlich kurz an, kümmern sich darum, dass er aus dem Weg geräumt wird. Und ich glaube, wir haben da eine Frage nach Restart. Es wird auch sofort gedisengaged von Fnatic. Ich glaube, da ist irgendjemand abgestürzt oder ich weiß nicht, da hat North, glaube ich, komplett gelaggt. Es wird viel gechattet gerade. Kann euch leider nicht sagen, was, aber das sah so aus, als wäre North für eine Sekunde stehen geblieben. Ich denke, das wird Fnatic auch aufgefallen sein. Und dass sie da so schnell auch zustimmen. Ja, in dieser Situation waren schon Kills gefallen. Fnatic muss nicht zustimmen bei dem Restart. Oder Fnatic hat danach gefragt und North hat zugestimmt. Ist vollkommen egal. Ist auf jeden Fall super fair play, finde ich. Wir starten die Pisten also nochmal neu. North, wie viele Versuche brauchen sie? Ich weiß es nicht, aber es fängt fast an wie vorhin. Draken mit dem Contact in der Mitte. Diesmal macht er Merz ein bisschen Schaden. Auch Kierby bekommt einen ab. Alles weiter, also alles nicht so schlimm. Aber diesmal sind die Smokes auf dem B-Spot schon benutzt worden. Kleiner, aber feiner Unterschied. Kierby killt außerdem JW. Auch an B. Fnatic muss sich überlegen, was sie jetzt machen. Wollen sie sich splitten? 2-2? In der Piste-Round? Anscheinend ja.
Es ist sehr wahrscheinlich ein B-Go, so oder so. Deswegen steht Fnatic auch zu zweit an A, aber so close an B, dass sie schnell rotieren können. Frage ist, wie viele Kills können Flusher und Raken jetzt machen? Keinen anscheinend. Bombe gelegt, jetzt geht's in den Retake. 4 gegen 5, der Vorteil liegt bei North. Sie haben übrigens den gleichen Stiefel wieder gespielt wie vorhin, also da hat sich North jetzt nicht irgendwie eine andere Taktik rausgesucht. Crimson Co. 2 durch den City Spawn, 2 durch die Construction. Eigentlich eine gute Aufteilung für sie. Walde steht im Pool. Merz hält sich noch bedeckt. MSL ist eigentlich noch fürs Kreuzfeuer da. Merz und Walde machen 2 Kills. Die Bombe tickt schnell. Und die tickt zu schnell. Ah, Crims muss dann auch nachladen. Flusher gönnt sich noch den Frag, kann aber nicht mehr diffusen. Gehen sogar noch beide in die Luft. Aber das ist für die CTs unwichtig. 12 zu 4. North gewinnt die Pistol Round. Jetzt könnte es zu einem Comeback kommen. Haben sie es in den Knochen. Nach einem 12-3 das ganze Spiel zu drehen. Na hoffentlich. Ich wäre für eine etwas spannendere Partie. Sonst habe ich heute nur so einstellige Dinge. Das ist ja... Das ist ja... Heieiei. Und Big ist währenddessen 14 zu 7 vorne. Wir warten darauf, dass North irgendwann aufhört zu warten. Das Warten hat ein Ende. North nimmt sich ein Herz und geht auf den A-Spot. Schau mal, da stehen schon 3 Leute um kurz herum. Alle mit CZs. Xyz killt einen. AZ hat arge Probleme, aber seine Teammates helfen ihm aus. JW kommt nochmal von hinten ran. Ein 2 gegen 3. Ja, das... Schaut jetzt vielversprechender aus, als es wahrscheinlich ist. Nate kommt auf den Spot, macht aber keinen Schaden. JW aus dem Apartment. Die Position von AZ zu stark, um da durchzupushen. Flusher geht auch lieber weg. Da werden sie saven. Vielleicht liegt da noch irgendwo eine Waffe. Die müsste ja... Ja, nee, die Kills sind, glaube ich, alle am Spot selbst gefallen. Big hat die Chance auf ein schnelles Match. ...15 zu 7 gerade bei Big und Liquid. Fnatic muss noch etwas geduldiger sein. Die haben zwar einen 12-5 Vorsprung, aber jetzt müssen sie saven. Dann geht es erst weiter für sie. Ja, mit den beiden gesaveten CZs geht's in die Mitte. Da bauen sie eine kleine Falle auf. Die wird North nicht jucken. Die gehen nämlich genauso schnell, wie Fnatic gerade in die Mitte gegangen ist. Nach B. Da sehen sie auch, dass der Molotow nicht perfekt liegt. Das ist nicht zu unterschätzende Information für die nächste Waffenrunde auch. Das siehst du lieber jetzt, wenn keiner steht, als später, wenn du von der Position gekillt wirst. Ja, und das... Upset, der Upset ist nicht mal weit weg. Big im 5 gegen 2 beim 15 zu 7. Hier sehen wir Fnatic am Saven. Die wollen nicht unbedingt ihre Waffen verschenken. Ja, und die Bombe wird bei Big gerade auf dem B-Spot. Und ja, die haben gerade gewonnen. 16 zu 7. Big ist
Damit im Upper Bracket. Richtig geil. Und sie werden gegen den Gewinner dieses Spiels antreten. Ey, sie hat da wenigstens noch einen Kill in der Runde gemacht. Sehr schön. Und jetzt geht's schnell in der ersten Waffenrunde. Auf den Spot. JW hält sie aber auf. 3 UMP-Kills. Der Jesper, der will noch etwas. Etwas schneller dieses Spiel gewinnen. 12-6. Aber die Bombe gelegt. North im 2 gegen 3. Sie brauchen noch, also die Zetis brauchen noch etwas lange, um wirklich am Spot zu sein. Kommt der entscheidende Molotow. Aber so viel Schaden wird er nicht mehr machen. Die rennen einfach durch. Die Bombe, die tickt so schnell. Das schafft er nicht mehr. Schafft er das etwa doch noch? Mit dem neuen... Nein, sie geht hoch. Ich hasse dieses neue... Also, ich bin einfach die alte Defuse-Ding so gewohnt. Ich kann das neue Overlay noch nicht interpretieren von der ESL. Schön gemacht, aber ich hätte gerne den alten Diffuse-Balken einfach trotzdem. Ich hätte gerne beides. Knappes Ding auf jeden Fall. Guter Retake von Fnatic, aber am Ende rettet die Zeit für North. 12-7, Fnatic Force zu halb, ja. Die kaufen wir auf ungefähr 2-2-2-1 runter. Ja, Big ist also erstmal eine Stufe weiter, aber sie sind da noch lange nicht in den Playoffs. Jetzt immer noch die Best of Threes überleben. Crimson Co. tun ihr Bestes, kriegen aber leider nur einen Kill hin. Vielleicht Flasher noch. Mit seiner magischen CZ. Schon häufig gesehen, dass er damit ausrastet, aber Merz ist mit der Glock um die Box gerannt. So ein verrückter Hund. Kirby wartet an der Ecke zu lang. 12-8. North kommt langsam wieder zurück in Schuss. Fnatic hat aber wieder einen Fullby. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, AZ weiß halt, wo die Gegner stehen. Wenigstens mal den ersten Kill für Fnatic. 3 Spieler in kurz. Sehr risky das Setup. Müssten dann schnell umbauen. Und vor allem, wenn North jetzt auf B geht, braucht Fnatic ewig, um zum Spot zu kommen. Dann müssten sie einen Backstabber losschicken. Flasher killt Kirby. Könnte die Schweden in falscher Sicherheit wägen. Oh, da JW gegen AZ. Und einen guten zweiten, dritten Frag gemacht. Walde und Merz stecken auch fest und tja, North ist wie ein Truck im Wüstensand. Du kannst ihn freischaufeln, dann kommt er einen Meter weiter, aber dann sinkt er schon wieder ein. Sie merken das jetzt auch, dass es keinen Sinn mehr macht, auf B durchzupushen, auch wenn Flasher 99 Damage bekommen hat. Lebt er noch?
mit einem Health Point. Walde und Merz versuchen jetzt wenigstens noch Kills zu machen. Mit 36 Sekunden auf der Uhr haben sie noch etwas Zeit dafür. Flascher nippelt ja ab, wenn sich eine Fliege auf ihn setzt. Aber sie müssen trotzdem noch auf ihn schießen. Keine Nades dabei, kein Molotow. Und so lange gilt Flascher, als hätte er 100 HP. Einer der beiden muss auf jeden Fall sich um ihn kümmern, um seine Position noch. 8 Sekunden auf der Uhr, Flascher killt sogar noch einen, obwohl er nur 1 HP hat. Genau, was ich gemeint habe. Solange er da steht, zählt er als vollwertiger Spieler, ganz egal wie viel HP. Vor allem für die AWP, ob der jetzt jemanden mit 100 HP oder mit 1 HP abschießt. Außer bei einem Legshot. Kein Unterschied. 13 zu 8. Fnatic kommt wieder einen mühsamen Schritt voran. North macht es ihn auf der T-Seite viel schwerer, als es auf der CT-Seite noch ausgesehen hat. Aber wenn sie dann am Ende die Runden nicht bekommen, ist das auch nur ein schwacher Trost. Also der Sieger des Winner Bracket Finales, also der Sieger der Gruppe, kommt direkt ins Halbfinale. Und dann wird eben noch der zweite und dritte Qualifizierte ausgespielt. Die gehen jeweils in die Viertelfinals. Das heißt, mindestens 2 Best of Threes musst du noch gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Das zählt natürlich auch für Big. Ja, jetzt gehen sie aber so schnell auf B, da kann auch Fnatic nicht viel gegen tun. Sie trailen sich gleichmäßig rein und das ist auf dem B-Spot manchmal genug. Dann kommt es auf den Retake an. Dafür hat Fnatic sehr wenig Geld nur. Dank Crims, Diffuse Kit, verhältnismäßig viel Zeit. Xyz kriegt sogar auch noch eins, das ist vollkommen egal. Crims gegen Merz. Der erste Frag schon mal. MSL wartet noch im Spot. Da ist er. Xyz mit einer super schnellen Reaktion. AZ jetzt im 1 gegen 3. Das kann er nicht gewinnen. Und Fnatic wird diffusen. 14 zu 8. North B-Go hat zwar den Plant und den Afterplant auch gesichert, aber leider nicht die Runde. Und was machen die Dänen jetzt? Sie stehen wieder vor einer herben Niederlage. Ja, gegen Fnatic zu verlieren ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Vor allem sind die ja in letzter Zeit gut in Form. Aber ihr müsst das ja mal aus der subjektiven Sicht sehen. Wenn du objektiv auf das Match schaust, dann Fnatic ist der Favorit. North so ein bisschen der Underdog. Sind natürlich für einen Upset zu haben. Aber wenn du North anschaust, die wollen noch besser werden, die geben sich nicht damit zufrieden, so, ja, Fnatic ist auch ein starkes Team, Jungs, war gut gespielt, ja, jetzt sind wir im Lower Bracket, wenn wir noch eins verlieren, dann sind wir raus, aber alles nicht so schlimm, ja, wir sind ja von North, ja, da können wir auch noch ein bisschen bleiben. Das ist nicht der Anspruch von MSL, der will gewinnen, der ist ein Fuchsteufelswild, wenn er verliert. Und der arbeitet akribisch an der Lösung und im Moment ist da nichts zu sehen von Seiten North. Der weiß selber, dass auf der T-Seite dann auch viel in seiner Hand liegt. Jetzt gehen sie zu fünft wieder auf B. Schaut so aus, als hätte er einfach keine Idee mehr. Oder es wäre das gerade seine beste Idee. JW bleibt einfach in der Smoke sitzen und denkt sich, ich schieße einfach so lange, bis ich sterbe. Flascher ist auch down. Jetzt ein 3 gegen 4 Retake. Das ist schon aussichtsreicher als vorhin. Aber diesmal hat Fnatic auch noch mehr Equipment. Sie können die Banane zum Beispiel zweimal absmoken und sie haben 2 HEs. Wenn die jetzt ins Dark geflogen kommen, dann ist Merz schon mal down. Oder MSL in der Banane, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also, wo kommen die Nades hin? Macht schon mal gar keinen Schaden. Ist gut.
Gut für North. Fnatic zieht sich zurück. Smoken sich selber weg. Und dadurch kommt North wieder voran. Es ist echt wie der Truck im Sand. Sie schaufeln sich immer wieder frei. Dann kommen sie einen Schritt weit. Dann sinken sie wieder ein. Dann müssen sie wieder freischaufeln. Und das ist ermüdend. Merz ist sogar so müde, dass er down geht. Ja, das war von JW einfach mutig gespielt. Ihr kennt es ja. Mut ist, wie war das nochmal, dieser Spruch? Mischung zwischen, Heldentum ist die Mischung zwischen Dummheit und Mut oder irgendwie sowas. Dass man so dumm ist, die Gefahr einzugehen und so mutig ist, es durchzusetzen. Irgendwie sowas. Konzentrieren wir uns mal wieder auf die Banane, genauso wie North. Denn die sind da schon durch. Merz mit dem schnellen Kill. Jetzt erwarten sie da noch einen Spot. Wow, Kirby killt da auch noch MSL. Der war so im Blutrausch. So ein Feuerball, Junge. Ich schieße die alle über den Haufen. Merz ist im Spot, die Bombe braucht noch. Will Fnatic das überhaupt noch retaken? Die haben ja noch Zeit. Oh, und da sehen wir perfektes CT-Spiel von Fnatic. Das ist der Traum eines jeden Casters. Wir haben ja die CS-Bibel immer neben uns liegen. Und immer wenn wir drin lesen, dann steht da, gehe früh saven. Oder sowas wie, versuche deine Waffe zu saven. Oder sowas wie, versuche den T nach der Zeit zu töten, damit er keinen Loser-Bonus bekommt. Und solche Sachen. Ja, Akasas Dream ist immer, mit einem HP zu klatschen, ist eines Gentlemans größte Aufgabe. Sowas denkt man immer. Aber hier wird es auch mal bewiesen von Fnatic. Beim 14:9 sollst du nicht mehr kaufen, bis du nicht voll kaufen kannst. Die stehen kurz vorm Map und damit auch Matchpoint. Also warum sollten sie in einem 3 gegen 4 Retake versuchen, eine Doppel-AWP wegschmeißen? Das wäre vollkommen blöd. Außer Mangelung an schwerwiegenden Beschimpfungen, die mir hier einfallen. Ja, das ist zwar ein bisschen Beckenrandschwimmer-Style, dass du nicht reingehst und in Anführungsstrichen nicht mutig genug bist, aber wir haben ja gerade über Heldentum geredet. Fnatic hofft darauf, dass sie jetzt mit diesen beiden AWPs vielleicht sogar die Runde gewinnen können. Das wäre sehr geil. Wenn nicht, dann wenigstens nochmal saven. Wenn sie die Waffen mitnehmen in die nächste Runde, dann ist das auch geil. Also später gibt es noch mit Venom zusammen das nächste Match in Gruppe A und B. Die Upper Brackets stehen an. Und hier haben wir einen sehr schnellen Go von North auf den A-Spot. Die sind direkt über kurz reingesprungen. Flascher versucht dann noch mit der USP jemanden zu erwischen. Auf gut Glück mal durchgeschossen. Da springt aber nichts bei raus. Fnatic geht nochmal saven. 4:10-11. Ja, Fnatic schaut jetzt aber nur noch auf ihre eigene Scoreline, nicht mehr auf die des Gegners. Ja, da hat JW kurz gezuckt. Hat man schon gesehen. Da wollte er ihn eigentlich mitnehmen. So eine kleine Nade hätte es jetzt auch noch getan. Flascher versucht's. Oh ja! Ja! Auf Wiedersehen, MSL. Bringt jetzt nicht so viel, aber hey, es ist eine Möglichkeit, deinen Gegner nochmal zu ärgern. Also später gibt es noch Astralis gegen Cloud9 und Mouseboards gegen G2. Solltet also auf jeden Fall dranbleiben, das wird sehr interessant.
Parallel dazu haben wir Ents gegen Nip und Gambit gegen Navi. Mit Favoriten, die hier schon im Lower Bracket sind, da es ein 16-14 gegen G2 gab. Navi also enttäuschend in das Turnier gestartet und dadurch jetzt schon ein Best of Three, eine Niederlage in dem Best of Three vom Ausscheiden entfernt. Und sie können nicht mehr Gruppensieger werden, können also nicht mehr direkt ins Halbfinale einziehen. Crimson Co. stehen zu dritt an Kurz. North hat gerade nichts in der Banane gezeigt. Und das ist die Gefahr, wenn du immer so viel in der Banane zeigst und einmal nichts zeigst. Hey, wo könnten sie denn sein? Na, sicher nicht auf B. Und Draken steht trotzdem auf Kurz. So aggressiv wird er natürlich Gold ohne Ende. Exist hält das aber gut. Merz bleibt mit 16 AP gerade so am Leben. 2-2, das ist jetzt eine gute Chance für Fnatic. Jetzt sollten sie auch nicht mehr saven, sondern versuchen ranzugehen. Sie haben leider nicht so viel, also sie haben leider zu viel Distanz zwischen sich und dem Spot gehabt. Dadurch können Walde und Merz fast jede beliebige Afterplan-Position benutzen. JW hat aber Walde gesehen. Oh, der schießt zurück. Ja, das ist ja unfair. Schießt der da zurück? JW ist down, Flasher mit der UMP und Walde klettert drauf. Die Smoke des Teammates von Flasher, nämlich die Smoke von JW, hat am Ende Walde geholfen. Und das lief ganz schön schief für Fnatic. 14-12. Ja, gesagt, wie viel ist da noch im Tank? Na, hoffentlich genug. Da sehen wir schon, wie knapp Walde da nicht zu sehen war. Und er ist, oh, das war aber ein perfekter Spray an die Ecke. Schöne Grüße aus Dänemark. Die Teams und die Nationalitäten sind schon seit langem in der CS-Szene verbandelt. Dänemark gegen Schweden. Das war CS. Auf allerhöchstem Niveau. Eigentlich schon immer. Und jetzt zeigt North Kampfgeist. Und Draken anscheinend auch. Das war doch ein wunderschöner erster Kill für Fnatic. Trims schaut gleich mal in die Mitte. Nicht, dass da jemand durchgepusht kommt. Ist aber niemand auf dem Weg. Draken rotiert. Braucht relativ lange, um jetzt wieder anzukommen. Am Spot, an A ist er jetzt, hinter dem Spot. Ist komplett überflüssig, da wo er steht. Also er deckt gerade die Apartments. Das ist aber jetzt mit der AWP auch nicht so krass. Gabby killt schon mal Flasher. Und jetzt müssen sie alle ab zum B-Spot. Von hinten kommt Exist dazu. JW hält noch die Construction. North ist da sehr gut raufgekommen. Natürlich stand auch nur Flasher dort. Exist hat aber eine AK bekommen. Und sie gehen wieder auf die Exits. Fnatic macht da keinen Fehler. Konsequentes Spiel von ihnen. Exist geht noch ein bisschen weiter vor, wird aber von Walde rausgenommen. Ja, und da schießt Draken einmal zu oft daneben. JW aber nicht. Da liegt ja noch eine Waffe. Die holt er sich erst, nachdem die Bombe explodiert. Dann kann er sich auch Zeit lassen. Dann so saven sie eine AK und eine AWP. Könnten sie sogar eine zweite AWP noch droppen, wenn sie wollen würden. Das hätte aber Crimspy komplett über den Haufen geworfen. Also machen sie das lieber nicht. JW hätte das theoretisch machen können. Dann hätte er keine Nades gehabt. Eine AWP reicht für Fnatic, aber offensichtlich JW nicht unbedingt erpicht, das Gerät anzufassen. Fnatic kämpft um die Banane. Double Nade rein. Uff, die macht ganze 3 HP Schaden. Double Nade kommt auch zurück. Waren das jetzt 4 Stück, die sie da reingeschmissen haben? Bringt aber leider nicht das erhoffte Ergebnis.
Die nächste Smoke wird von MSL ausgehebelt. Merz ist mit dabei. So schnell gehen die zwei B-Spieler down. Fnatic hat komplett den Grip verloren. Eigentlich so ein guter... oder so eine gute Partie. Aber jetzt geht ihnen der B-Spot noch... also jede Runde. Eine nach der anderen geht ihnen der B-Spot verloren. Dadurch kommt auch A ins Wackeln. Fnatic macht sich sehr viele Gedanken gerade. Wie geht es weiter? Was spielt North als nächstes? Fnatic saved jetzt wieder. North wird ausgleichen. Respektables Ergebnis, so oder so, dass North sich aus dieser Misere wieder zurückgearbeitet hat. Es stand immerhin 12:3 in der Halbzeit. 12:3 auf der T-Seite und Fnatic hat es gerade mal geschafft, zwei CT-Runden zu holen. Die waren auch hintereinander, da könnte man jetzt denken, ja krass, warum geht das nicht öfter so? Aber im Moment treffen sie alle bei North und vor allem der B-Go bereitet Fnatic extreme Probleme. Also, was tun gegen diese Dynamik? Vier Mann, okay. Ja, Fnatic ist nicht dumm, die haben das auch gemerkt. Dann stecken wir halt mal zu viert B, schauen, dass wir da die Trades reinmachen. Kommt erstmal eine Triple Nade reingeflogen. North weiß dadurch, dass drei Spieler B waren. Durch diese drei HE. Das kannst du immer ganz gut abzählen, wie viele Leute dann dort waren. Aber wie viele sind noch da? Der dritte Spieler ist schon wieder wegrotiert. Das war JW. Draken steht noch. Sehr wichtiger Kill. Da fällt den Leuten bei Fnatic ein kleiner Stein vom Herzen. Jetzt auch noch gegen 5 gegen 4 spielen. Das wäre wahrscheinlich wieder zu viel gewesen. Jetzt muss Fnatic nochmal B verteidigen. Super Flash ist gegen Draken, der knallt sogar Walde noch ab, aber so schnell, wie da die Entry-Frags dann kommen von AZ und Kirby. Sehr schnell umrundet, JW geht schon mal durch die Smoke, schaut, was auf der anderen Seite ist. Bemerkt aber auch, dass es sehr risky ist, da zu bleiben. 14:14. Ich weiß nicht, was Fnatic jetzt machen will. Sie müssen eigentlich retaken. Die Runde jetzt einfach so abzugeben, wäre zu viel. North hat aber noch einen Molotow und eine Flash für AZ. Der steht hinten beim Dark. Im Dark MSL. Sie versuchen da den Double zu faken. Kirby an den Särgen. Boah, Exist prefired aber auch jede verdammte Ecke. Da ist Crims. MSL alleine wird auch getradet. Exist ist irgendwie Händler gewesen in seinem ersten Leben. Jetzt geht die Bombe aber gleich hoch. Oh, das schafft er auch noch. Exist, das Tier. Der Neue im Team. Er gewinnt diese Runde fast eigenhändig. Crims hat ihm da noch ausgeholfen, aber die Trades, alles ganz knappes Ding. North hat die letzten Runden so scheinbar einfach gewonnen. Das waren 6 in Folge. Immer auf B drauf, plant, Fnatic muss saven. B drauf, plant, Fnatic muss saven. Einmal war, glaube ich, auch A dabei. Also es kommt schon, kommt mir vor, als wäre es ein anderes Spiel, das ich A gesehen habe. Also North eben sehr einseitig, sehr effektiv in diesem Sinne auch. Aber dann kommt einmal so ein Retake. Dann stehst du da vorm Scherbenhaufen. Was machen sie jetzt? Gehen sie nochmal B, das wäre schon dreist. Aber vielleicht auch die einzige Möglichkeit, die sie gerade haben. Was wollen sie jetzt auf A großartig überraschen? Ich denke nicht, dass das Fnatic... also ich denke, Fnatic erwartet jetzt weniger nochmal ein B-Go. Ich will jetzt vielleicht sogar anfangen zu faken. Ja, MSL hat durch diese B-Lastigkeit aber auch einiges an taktischem... oder an taktischen Möglichkeiten verpuffen lassen.
Weil jetzt ist eben wieder die Logik, ja gut, ist, wir hören nichts an B, wo könnten sie sein? Hä, danke, auf A. Wenn Fnatic jetzt auf Information geht. Aber es ist etwas früh, deswegen Norths Timing ist unglaublich wichtig. Und jetzt im richtigen Moment A angreifen oder A capturen, könnte das Fnatic zur Rotation bringen. Und jetzt zeigt sich Kirby an B. Perfekt gemacht von North. Jeder einzelne Spieler und ein Squad zusammen. Die Handgriffe haben gesessen. Jetzt müssen sie noch auf den B-Spot. Haben sie noch eine Smoke? Ja, Merz schmeißt sie gerade schon. Sie sind also bereit für den Spot-Go. JW vom CT-Spot. Oh, da bläst der AZ in die Luft. Mit der Nade-Flasche durch die Smoke gepusht. Kirby ist down. 2-3. Die Bombe muss noch gelegt werden. Das wird gerade von Walde erledigt. Der kommt sogar noch mal weg. Flasher versucht's. Auf Teufel komm raus durch die Smoke. Boah, da kommt ein Schuss zurück. Flasher zieht sich erstmal in die... Ja. Eigentlich zieht er sich zurück. JW geht aber nach vorne. Jetzt der Schatten gesehen. Walde im 1-3. Schön. Die Bayern der ersten Kiss. Und dann Exist. Sehr spät da, aber im richtigen Moment... 16-14 für Fnatic. Die haben sich ganz schön abgemüht, aber am Ende verdient gewonnen. CD-Seite geht auf jeden Fall besser. Und jetzt schalte ich einfach mal schon mal um. Nicht, dass wir wieder Fremdcaster zu Gesicht bekommen. Ja, das war eine sehr interessante Partie. North hat gezeigt, dass man auch mit nur einer effektiven Taktik viele Runden hintereinander gewinnen kann. Never change a running system, sozusagen. Am Ende war es dann aber doch Fnatic mit dem 16-14. Also, interessante Partie. Zwei Runden in Folge dann von Fnatic. Der B-Retake Exist, da der Retter in der Not gewesen. Und dann war es Flasher, der durch die Smoke gepusht ist, Care wieder gekillt hat. Das war auch sehr wichtig, das Risikomanagement, dann Exist-Timing am Ende godlike. Der Junge hat sich im Mittelfeld aufgestellt, so 20 Kills hat er, aber die letzten beiden Runden, die haben ihm gehört und damit hat er Fnatic das Spiel gewonnen. Da zeigt man mal oder da kann man mal sehen, wie impactreich das war. Also ich bin sehr froh, dieses Spiel gesehen zu haben, da kann man sich schon auch ein gutes Bild der Szene machen. North, eigentlich der Underdog gewesen, hat sich nicht aufgegeben, haben stark zusammengehalten, haben gut gespielt auf der T-Seite. MSL hat dann auch die richtigen Calls gemacht. B-Rush? Nein, es war nicht immer ein B-Rush, sondern es war ein taktisches Vorgehen mit den richtigen Reaktionen auf das Setup der CTs. Das darf man auch nicht vergessen, dass Fnatic die Banane nicht einfach aufgegeben hat. Die haben da schon gecountert. Aber North war ihnen immer einen Schritt voraus. Dann kam der Tower mit Merz, haben sie da noch den Kill gemacht und so weiter und so fort. Also da lief schon gut was bei Fnatic. Dann am Ende ging es dann eben wieder um die Retakes. Und da war Exist der Mann. The Man of the Match für mich. JW und Crims mit 29 und 22 Kills. Also auch eine heftige Performance von denen. Jetzt gehen wir mal nochmal auf 99damage.de und dann zeige ich euch, was auf euch wartet. Denn Venom wartet auf euch und der wird das Vergnügen mit Astralis gegen Cloud9 haben, das ich jetzt gerade angeklickt habe. Ja, genau, da haben wir es, Astralis gegen Cloud9 mit Venom, ein Best of 3. Um den Einzug in das Upper Bracket Finale der ESL One Cologne Gruppe A. Na, jetzt geht's gleich wieder zurück hier auf die Hauptcoverage. Genau, der Sieger des Winner Bracket Finales zieht direkt ins Halbfinale des Playoff Brackets ein. Die Verlierer, hier rutschen dann ins Lower Bracket, ja, dann müssen die da gegeneinander spielen und dann wird sich im Lower Bracket entscheiden, wer Dritter und Vierter wird. Diese drei Teams sind dann aber schon safe weiter in den Playoffs. Wer dann eben als Dritter geseedet ist oder als Zweiter der Gruppe, das wird sich da noch zeigen. Hier haben wir noch in der zweiten Gruppe, da wird sich jetzt eben Fnatic gegen Big zeigen, morgen um 19 Uhr.
Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was Big gegen Fnatic präsentiert. Gegen Liquid haben sie schon gezeigt. 16-7, sehr starke Partie. Eigentlich nach dem 8-7 Halbzeitspielstand haben sie keine einzige Runde mehr verloren. Das müsst ihr euch auch mal gönnen, dass Big eine gesamte Halbzeit keine einzige Runde hergegeben hat. 8-0 auf der T-Seite. Gobbys Calling Power on point. Und hier geht es in Gruppe B dann natürlich auch in den nächsten Tagen weiter. Ihr werdet das gesamte Turnier auf unseren Kanälen verfolgen können und das auf Twitch. Also sehr cool, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Wir sind aber leider nicht in Köln. Dafür gibt es, wie gesagt, jedes Spiel bei uns bei 99 Damage. Das nächste Spiel wird in circa 10 bis 15 Minuten. Astralis gegen Cloud9, wie gesagt, danach kommt Maus gegen G2 auf dem Secondary Stream, läuft schon Ents gegen Nip und Gambit gegen Navi wird dort folgen. Ich bin erstmal raus für heute, wir sehen uns dann morgen wieder, aber bleibt auf jeden Fall dran, denn Venom wird mich ersetzen und wird die letzten beiden Best of Threes casten für euch. Ich hoffe für ihn, dass es beide Male ein 2-0 wird, damit er nicht in 10 Stunden noch da sitzt. Aber ich hoffe, dass die Matches gut werden. Astralis gegen Cloud9 hat auf jeden Fall ein 2-0 Potenzial, könnte aber auch knapp werden. Ich denke aber nicht, dass Astralis da viel anbrennen lassen wird. Und G2? Oi, keine Ahnung, wer gegen Navi gewinnt, warum sollten die nicht auch gegen Mousebots gewinnen können? Ich glaube, Mousebots ist irgendwie besser aufgestellt als Navi, aber hey, das erfahrt ihr alles bei Venom. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich gehe eine kurze Pause, dann ist Venom hier und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Viel Spaß.